Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video von mir. Mein Name ist Bottom Reaper, ihr seid bei Get to the Keyboard. Das hier ist ein Shoutcast und zwar von einem Pro-Game, nämlich zwischen Nardus Vincere, auch kurz genannt Navi, die Überpros, die einfach alles zerstören, was da ist, gegen Invictus Gaming, die Überpros, die ebenfalls einfach alles zerstören, was da ist. Wir sind hier im Captain's Mode und vielleicht seid ihr nicht daran gewohnt, sieht ein bisschen anders aus. Wir gehen mal ganz kurz durch die Bans und durch die Picks. Ich werde das Ganze ein bisschen beschleunigen, denn ja, es ist, finde ich persönlich, nicht wirklich interessant. Die bannen halt die Naga Siren und den Voker und hier Punch und Lycanthrope. Natürlich Naga Siren mit dem Imba-Ulti, das einfach Spiele komplett entscheiden kann. Lycanthrope natürlich super Farm-Basher, alles Zerstörer, vor allem mit seinem Ulti auch wirklich sehr, sehr krass, da er nicht geslowt werden kann. Wirklich hart. Leshrac und Darkseer auch natürlich aus offensichtlichen Gründen. Invoker gebannt, weil er einfach in der Mitte und überhaupt sehr, sehr vielseitig ist. Unglaublich starker Held. Der erste Pick, Rubrik, sehr interessanter Pick, sehr guter Pick, stabiler Pick, solider Pick. Denn da kann natürlich Spells der anderen Helden klauen. Außerdem sehr guter Disabler, sehr guter Supporter insgesamt. Guter Held für zum Beispiel die Mitte, weil man dann ziemlich gut ganken kann. Wirklich ein sehr, sehr schöner Held. Und ja, wie gesagt, Dax hier einfach übertrieben stark. Durch sein Speed kann der Verbündete dabei helfen zu entkommen. Durch sein Ulti auch sehr, sehr gut darin, im Pushes aufhalten. Leshrac sowieso durch seinen Stun, durch seine ganzen Spells sehr, sehr stark. Und wir sehen es hier von Navi etwas ungewöhnlich, dass sie den Carry sofort picken. Möchten scheinbar sehr, sehr gut den Antimate zocken. Haben auch Shen gepickt, was natürlich ganz klar geht an Pape von Navi, weil er mit Shen ein voll absolutes Monstrum ist. Aber normalerweise, so kenne ich das zum Beispiel, dass man den Carry erst zu spät merkt, also erst später pickt, so in den letzten oder vorletzten Picks, damit man keinerlei Möglichkeit hat, den auszukontern. Scheinbar fühlen sich aber beide Teams vollkommen dazu geneigt, die Carries sofort zu picken, weil sie scheinbar denken, dass man die entweder eh nicht kontern kann oder dass die so gut sind, dass es ihr egal ist. Also ich bin mal gespannt. Der Morphling und die Brutmother soll sein. Morphling sehr, sehr starker Held. Brutmother auch unglaublich starker Held. Vor allem auch sehr, sehr gut im Pushen, weil die einfach, ja, sehr gut sind. Tidehunter, sehr guter Hero. Sein Ulti einfach legendär, wurde auch leider nicht gebannt. Beziehungsweise man kann ja leider nicht jeden Helden bannen, sonst würden die, glaube ich, alles bannen. Weil einfach jeder Held auf seine Art und Weise irgendwie komplett overpowered ist, bis in den Kern. Jetzt allerdings die Bans. Puck kann ich durchaus verstehen. Einfach unendlich starker Held. Vor allem in Verbindung mit Tidehunter Ulti wirklich sehr stark. Weil einfach sein Ulti verhindert, dass die Gegner allzu sehr weglaufen. Und dann kommt Tidehunter und so weiter. Furion natürlich auch ein offensichtlicher Bann, denn der kann einfach ultimativ gut pushen. Wieso sollte man sich sowas als einen Gegner antun? Ganz klar. Und da kommen noch mal Tinker zum Schluss. Tinker einfach unglaublich guter Nuker, unglaublich guter Ganker. Muss natürlich gebannt werden. Definitiv. Und Enigma auch aus offensichtlichen Gründen. Denn Black Hole ist einfach zu stark. Einfach viel zu stark. Tja, da müssen die noch ein bisschen warten, bis die picken. Beziehungsweise die Reserve Time wird schon genommen. Da sind sie sich scheinbar nicht einig, was man nehmen könnte. Sehr viele Helden könnten dabei kommen. Man könnte vielleicht eine Queen of Pain nehmen, weil die immer wieder gut ist in einer solchen Kombination. Queen of Pain wirklich ein sehr, sehr starker Held. Also ich würde an der Stelle Queen of Pain jetzt erstmal nehmen. Ah, haben Shadow Sham genommen. Dann vielleicht für Navi Queen of Pain. Einfach ein unendlich guter Held. Ich liebe den Helden. Vor allem in Händen von solchen Pros sind diese Helden einfach mal genial. Shadow Sham, na, da kann natürlich auch sehr gut pushen. Also scheinbar möchte Invictus Gaming hier stark auf Pushen gehen. Vor allem mit Morphling, der kann ja Waves clearen wie sonst was. Brutmother mit den kleinen Minispinnen. Shadow Sham mit seinem Ulti natürlich auch hervorragend. Aber Nightstalker auch gewählt für Invictus Gaming. Also ich bin mir nicht ganz sicher, welche Strategie die gehen. Denn Nightstalker ist eher so ein Hero-Basher bei Nacht. Na gut, Venomance um natürlich das Pushen ein bisschen aufzuhalten, weil er einfach sehr, sehr gut ist. Auch in einem Teamfight mit seinem Ulti einfach alles zerstören. Ich tippe aber, dass sie trotzdem noch Queen of Pain nehmen müssten. Denn das nimmt Navi eigentlich sehr, sehr oft. Reserve Time wird noch genommen. Ansonsten gibt es aber auch wirklich viele, viele andere Helden, die man nehmen könnte. Ist natürlich alles abhängig von der Strategie. Es gibt so viele, so, so starke Helden.
Na, ich bin einfach mal gespannt, ob ich recht habe. Queen of Pain! Who called it? Wer hat's gesagt? Okay, gut. Also, wir sind dann im Game und ich hoffe, dass wir alle zusammen Spaß haben werden. Ich mache mal wieder auf normale Geschwindigkeit und dann würde ich sagen, let's go! Da sind wir auch schon hier, das untere Team, die Sentinel sozusagen. Ich weiß ja, die Radiant. Und das obere Team, die Scourge mit Papai. Navi Papai spielt natürlich den Chen in seinen Händen, ist dieses Viech einfach das ultimative Monstrum. Hat sich Counter Wards geholt, das heißt Sentry Wards, sehr, sehr schön. Wir sind einfach mal gespannt. Dandy natürlich mit seiner geliebten Cop. Der AA ist natürlich als Random Monster unterwegs, so wie man es sich eigentlich auch vorstellen könnte. Light of Heaven mit Tidehunter. Ich habe mit dem sehr krasse Aktionen schon mal gesehen. Wo ist der Anti-Mage? Ich sehe ihn gerade nicht. Wo ist Magina? Ah, Xbox. Nice. Hat auch sehr schönen Skin für Magina, dass der echt komplett nackt rumläuft. Finde ich cool. Auch die Gleifen sind komisch. War auf jeden Fall cool, dass die Pros auch mal zeigen, was abgeht. Sehr schön hier Wards nochmal platziert und man sieht, was passiert oben, damit man die ganze Zeit diese Laufwege sieht. Da kann man auf jeden Fall gegankt werden. Zwar sehr, sehr hart. Auf jeden Fall aufpassen. Ansonsten, jetzt beginnt hier das fröhliche Hin- und Herlaufen. Invictus Gaming natürlich auch am Start. Möchte natürlich suchen. Suchen hier natürlich nach der Möglichkeit, die erste Rune hier zu kriegen. Gehen also zu dritt hin. Natürlich sieht das Light of Heaven. Der von Navi. Und bei Null. Und das Spawn, die Invisibility Rune, wird sofort zerstört von Shadow Sham. Wieso er sie nicht genommen hat, kein Plan. Schaden tut es ja nicht. Hatte vielleicht zu viel Angst, dass hier noch irgendwas ist. Möchte sie dann doch lieber zerstören. Man kann die Runen ja zerstören. Aber dazu kommt auch noch ein kleines kurzes Video von mir. Ihr könnt auf jeden Fall sagen, was euch besser gefällt. Ob ich mehr Pro-Games casten soll und mehr auf die In-Depth-Strategien eingehen soll oder mehr Public-Shoutcasts, vielleicht auch mehr Shoutcasts von meinen Games mit der Turich zusammen, könnt ihr definitiv sagen, was ihr euch vorstellt. Interessant ist, dass in der Mitte sich jetzt vier Helden prügeln, beziehungsweise nicht interessant, eigentlich ist es logisch, aus meiner Sicht. Schön hier mit Forst, nicht mit Forst, sondern mit Dingens gearbeitet, mit dem Lift auf jeden Fall sehr, sehr gut, durch die Sentry Ward hier natürlich auch alles gesehen, was abgeht, die Ward hier wohl sofort zerstört, also wirklich ein sehr, sehr schönes Team hier. Und wie gesagt, ich war dabei zu erklären, wieso in der Mitte vier Helden sind. Normalerweise kennt ihr es aus dem Publix, dass das eine 1 gegen 1 Lane ist. Das ist dem nicht so, denn hier spielt ein Held und hier spielt ein Held. Das sind, hat sich einfach so ergeben im Metagame, dass das die Solo-Lanes sind, beziehungsweise die obere Lane ist sehr, sehr oft jetzt benutzt worden als Solo-Lane für die Sentinel, beziehungsweise für das untere Team. Und die untere Lane wird sehr oft benutzt für die Dire als Solo-Lane. Das hat sich einfach so im Metagame so ergeben, dass ihr es anders spielt. Heißt nicht, dass ihr schlecht seid oder so. Es ist einfach nur, die machen das so. Muss ja nicht jeder so machen. Hier das Duell von Queen of Pain, die hier auf der Carry-Lane spielt, auf der Seite des Scourge. Natürlich einfach nur dazu da, damit ihr möglichst schnell hochkommt, denn die ist einfach unglaublich stark, wenn sie möglichst früh ihr Ulti hat, möglichst früh hohes Level kommt. Da kann sie auf jeden Fall fett loslegen. Schöner Deny hier von Dandy. Hier mit 5-4. Wir machen am besten einfach mal die Last Hits und die Denies. Sie sind 8-4 auf der Seite von Ballana. Also der Nightstalker geht ja auf jeden Fall gut ab, schon 9-4, 7 drauf seid von Broodmother. Also gerade scheint Invictus Gaming hier besser einzusteigen in das Game. Rubrik hat schon fast sein komplettes Mining hier weggespammt. Wir sehen hier Fate, Bolt und Telekinesis wurde natürlich geskillt. Mal sehen, was man jeweils immer skillt. Für Morphling, der hat seine Waveform geskillt und sein Hin- und Her-Switchen. Wieso sein Hin- und Her-Switchen so früh? Naja, damit der in Notfallsituationen nochmal möglichst viel sich HP machen kann, um einfach nochmal zu entkommen, irgendeinen Gang zu überleben oder sonstiges. Ist einfach eine Designwahl, die man nimmt. Es so spielt er sich einfach bequemer und besser. Die Broodmother hier natürlich macht einen guten Job mit ihrem Stout Shield, hält sich hier gut gegen die Queen of Pain, die allerdings auch hervorragend in den Last Hit steht. 10 zu 8 ist gar nicht immer so schlecht. Allerdings ballern er hier mit 15 zu 8. Wo ist er denn, der Gute? Da ist er. 15 zu 8 gegen Tidehunter, der hier gar kein Licht sieht. 3-1. Tidehunter ist hier eigentlich darauf ausgelegt worden, hier zu sein, um sich dann später einen Blinkedagger zu kaufen. Ich glaube, das kann er sich gehörig von der Backe schmieren, oder? Meint ihr?
Das Game hier sieht auch nicht wirklich gut aus. 0-1 für Veno, 1-3 für den Anti-Mage, während 14-15 für den Moffling ist. Moff, der Mensch ohne Freunde. Beziehungsweise die bunte, lustige Partykugel. Sondern nicht das Viech Partykugel, weil in Dota 1 hat das Morphling Hero Model einfach immer mal wieder die Farbe gewechselt. Deswegen habe ich ihn immer Partylicht genannt oder Disco-Kugel. Hat sich einfach so eingebürgert bei mir, tut mir leid. Und Papa, ich stehe natürlich gut unterwegs. Ich lieber für diesen Spieler mit 14-1 Creep Kills und mit Counterwards. Creept er hier rum und versucht sich hier natürlich die passenden Creeps rauszunehmen. Natürlich Thunderclap auf dem sehr gut. Man holt sich dann auch ziemlich oft diesen Zentauren. Aber gerade geht das ja nicht. Und etwas Ruhm im Spiel eingekehrt, aber 21-9 für 21-10 für Ballander und für Morphling. Ich glaube nicht, dass das allzu gut ist. Das war nicht der Plan von Navi, die hier einfach nicht ins Spiel reinkommen. Oben Broodmother scheint auch einen sehr guten Job zu machen. Allerdings Queen of Pain deutlich besser, denn die rockt einfach das Haus. Mit 16-16, aber wie gesagt, Morphling, Ballana, zu stark. Und da gehen auch alle schon weg, merken, okay, gut, wir können es nicht erlauben, dass die so hochkommen. Wir müssen anfangen zu ganken. Ein Sentry Ward wurde auch schon gesetzt. Und Broodmother haut ab, wurde natürlich vorher gewarnt, weil die hier durch die ganze Gegend latschen. Und natürlich irgendeiner gesagt hat, hey, hier ist Miss. Wir vermissen Gegner. Pass auf, pass auf. Und da passen die auf, denn das sind Pros. Absolute Pros hier. Drei Mann auf der Lane, vier Mann auf der Lane. Und dafür sieht es in der Mitte ziemlich dire aus. Ha! Dies. Okay, gut, hier auf. Auf jeden Fall der Anti-Mage hier nicht gerade gut unterwegs. Hat so natürlich ein Pooh-Mans Shield. Also, das heißt, er kann notfalls reingehen, aber das wird nicht wirklich was werden. Wir sehen hier schön von Morphling die Wave und da rennt der. Ja, ein bisschen Breakdance machen. Der Anti-Mage rein hat natürlich gewartet, bis er optimal lasten kann mit seiner Animation. Aber dennoch, der Tower sollte allerdings sterben. Das machen die auf jeden Fall gut. Auf Level 4 holen die sich hier schon den Tower, weil die merken, okay, langsam aber sicher. Muss Dandy loslegen, zu creepen, zu ganken, alles zu machen. Nicht zu creepen, zu ganken. Und da kommt auch nochmal der Tidehunter mit 9-1. Gerade 0-0, also sehr, sehr vorsichtiges Spiel. Schön nochmal hochgeworfen und da wird die Waveform gezündet, damit hier nichts Schlimmes passiert. Wenn du wartest, kommt dennoch an. Bunte Partykugel hält hier das Ganze am Laufen und muss nochmal ganz schnell abhauen. 1 Sekunde Cooldown, 1 Sekunde Cooldown. Und da haut er ab und Manomancer wurde gekillt. Nochmal durch die Waveform absichtlich. Nice gemacht. Und Nightstalker kommt an. Er hat natürlich Aggression. Die Abstauben ist aber schön gemacht von Papay. Einfach mal wegteleportiert und Papay geht down. Der Nightstalker pwnt einfach mal sein Gesicht. Geiles, geiles Game, definitiv. Er wird mir sehr gut. Navi gerade extrem im Nachteil. Ich sehe keine Möglichkeit für Navi rauszukommen. Invictus Gaming rockt das Haus. Ich meine einfach mal, dass Navi nicht the shit ist, sondern die machen auch ab und zu mal unglückliche Beginnings. Aber wer weiß, was sich hier mit Game entwickelt. Denn wir nähern uns in ziemlich großen Sprüngen damit gehen. Trotzdem Levelunterschied natürlich Level 3 Veno gegen einen Level 7 angepissten Ballerner bei Nacht. Naja, ich weiß ja nicht so recht. Die Queen of Pain in Händen von Dandy hat, glaube ich, noch nichts gemacht. Null Assist, kein gar nichts. Die geht auch nicht rum und roamt, denn was soll sie denn roamen? Soll sie den Shadow Sham killen? Ja, okay, gut. Der Hexi und das war's. Also gerade nicht wirklich die optimale Möglichkeit für die irgendwas zu machen. Invictus Gaming spielt es einfach hervorragend runter. Die ganzen Helden kann man einfach nicht so einfach ganken. Und Xbox versucht hier irgendwie nochmal in Last Hit zu kommen. Schafft es auch. Den Knight nochmal ein bisschen, aber eigentlich sieht es nicht wirklich gut aus für die. Und wir sehen es hier 47 zu 15. Also die haben wirklich Farm. Wer, wenn nicht die? Vielleicht wird jetzt nochmal auf den Tidehunter gegangen. Shadow Sham zündet ja sein Ulti. Tidehunter muss sich so oder so zurückziehen. Wird vielleicht nochmal angegangen. Nein, da hat er sich zu weit nach hinten verzogen. Shadow Sham killt den Tower. War ursprünglich hundertprozentig für den Nightstalker bestimmt, aber na gut, da kam nicht mal rechtzeitig an. Ja, 2-0, also das heißt, das Team von Invictus Gaming und, geht offensichtlich nicht auf Hero Kills.
Würde ich auch persönlich so unterschreiben. Die gehen eher darauf, hier zu pushen und die Lane-Dominanz zu haben, was auf jeden Fall auch sehr gut ist. Und hier ist natürlich die Brutmaske, also die kann man sehen, weil hier ist ja der Tower, der hat natürlich True Vision. Aber was soll der Anti-Witch machen? Level 6, okay, gut, aber er hat nichts, er hat einen Pummel Shield. Brutmaske ist auch Level 6 und die hat immerhin Equip. Und da wird er nochmal nice gebumst hier von Rubrik, der hinterherkommt. Also wirklich schön gemacht. Und Papel leider erst jetzt mit Boots und auch nicht wirklich effektiv. Wollte ihn noch mal, naja, ist ja auch Wurst, was er wollte. Test of Faith hat er ja leider nicht gemacht. Also wollte ihn nicht mal zurückporten, hat sich aber hier einen neuen Creep geholt, nämlich zweimal Siege Creep. Die können War stompen. Das heißt, die haben es dann. Ja, Budenmaser holt sich natürlich hier den Tower. Und die pushen aber übelst hart. Ich sehe keinerlei Möglichkeit eigentlich für Na'Vi hier zurückzukommen. Einfach unglaublich gutes Pro-Game-Spiel. Auf jeden Fall. Die können sich auch nicht wirklich mit Morphling anlegen, denn die leuchtende Disco-Kugel wird natürlich unterstützt von Ballana und von Shadow Sham, der sich hier schön im Wald hält. Übrigens, der zeigt sich nicht, was wir mal auf deren Vision schalten würden. Wenn wir sehen, die wissen nicht, dass Shadow Sham da ist, aber die können es erahnen. Richtig ist. Und da kommt Anti-Mage. Kommt erstmal einen magischen Schuss in den Hintern von der Bootmother. Und Dandy weiß nicht so recht, was er machen soll. Versucht natürlich gleich dem Anti-Mage zu helfen. Xbox kann sich hier nicht lange halten auf der Lane. Aber was will er machen? Er hat natürlich auch Angst. Beziehungsweise man sieht ihn ja auch nicht. Der hat keiner Wort. Bringt er sich weg? Jetzt merken die, okay, gut, jetzt kommen alle langsam aber sicher zu denen. Müssen diesen Tower halten. Falls der Tower fällt, wäre es auf jeden Fall ganz schlimm. Also, ja, wäre auf jeden Fall ganz schlimm. Mehr kann man dazu nicht sagen. Gerade ein bisschen problematisch. Vor allem, da Papel noch nicht sein Ulti hat, haben die kein Massenheal. Und Massenheal wäre wichtig, da die vor allem sehr viel am Bursten sind. Was wir mal schauen, Morphling mit seiner Wave geht einmal rein. Dein Bootmother mit ihrem Spendenschuss. Dann macht der Nightstalk einmal sein Slow, der auch nochmal Damage macht. Also man müsste einfach mal so einen globalen Heal haben, auch wenn es nicht wirklich viel ist, aber weiter auf jeden Fall ein Heal, vor allem hier mit dem Aethershock. So ein globaler Heal wäre wichtig und das Problem ist, Papel konnte nicht wirklich gut machen. Jetzt ist er Level 6, jetzt kann er was machen. Jetzt können die sich vielleicht auch mal auf einen Teamfight einlassen, müssen die auch, denn was Geld angeht, sind die auf jeden Fall weit unterlegen. Wenn wir mal auf Gold per Minute gehen, also da bilden die das absolute Schlusslicht. Die haben doppelt so viel Gold. Das ist einfach krank. Die müssen irgendwas machen, aber die haben natürlich Angst, weil die einfach nicht die Items haben. Die haben nicht das Equip. Mal gucken. Die haben einfach viel, viel mehr. Wir sehen es hier schon. Vitality Booster, Stout Shield, der Ballana Nightstalk ist auf dem besten Weg, sich bald sein Vendegard, sein Vanguard zu bauen. Vendegard, sage ich Vendegard. Schön nochmal rausgeblinkt von Anti-Mage. Sicherheit ist die Mutter der Porzellankiste. Der Porzellankiste. Und da sehen wir einfach mal, wie stark Bootmother ist im Pushen. Da sehen wir wirklich, die gehen nicht komplett auf Hero-Kills, sondern die gehen darauf, eine Lane-Dominanz zu haben und einfach zu pushen. Dafür war natürlich Bootmother ausgelegt mit den Spinnen, die einfach die Gegner tot nerven. Dafür war natürlich Rasta ausgelegt, also der Shadow Shaman, mit seinem Ulti. Und Ballana und Morphling sind dafür ausgelegt, um später, falls das nicht funktioniert, einfach mal richtig krass zu werden, weil man die ganze Zeit auf der Lane ja tierisch genervt hat, konnte dagegen ja nichts machen. Also die Strategie von Invictus Gaming geht komplett auf und Na'Vi weiß nicht richtig, was sie tun sollen. Zollen jetzt natürlich ein Dust of Deceit. Also man sieht Smoke of Deceit, Entschuldigung, nicht Dust of Deceit. Smoke of Deceit, aber werden jetzt alle wieder, ja, werden die sichtbar, werden die sichtbar, werden nicht sichtbar. Die Gegner gehen aber auch alle schon so oder so weg. Also der Tower ist schon wieder gefallen. Keine gute Möglichkeit hier. Also sieht nicht wirklich so toll aus für Na'Vi. Mal auf die Experience pro Minute schauen. Also auch da nicht wirklich das Beste, was man machen kann. Ich bin auch mir nicht absolut sicher, was die machen sollen. Ich meine, es wird sehr schwer sein, aus dem Game wieder zurückzukommen. Aber wie gesagt, ihr könnt einfach sagen, was ihr mehr sehen wollt. Wollt ihr mehr Pro-Game sehen? Wollt ihr mehr Games von mir sehen? Wollt ihr einfach mehr Public-Casts sehen? Was soll ich tun? Denn ich mache das Ganze ja für euch, nicht für mich. Für euch. Ich meine, ich muss mir das nicht angucken und das kommentieren. Ich kommentiere so oder so in meinem Kopf. Also, ist ja eh Wurst, was ich tue. Für mich selbst. Oh, da geht der Anti-Mage los. Möchte natürlich ein bisschen farmen, aber da ist die Bootmother.
wird ihm das auch nicht erlauben, beziehungsweise sieht natürlich die Vision. Endlich hat er sich mal ein Belt of Strength geholt. Falls immer schon, Gold per Minute. Sieht nicht wirklich prall aus, wenn er mal zu 127. Ganz schwach. Der Einzige, der hier einigermaßen unterwegs ist, ist Dandy, aber auch er hat nicht wirklich viel. Da wird vielleicht nochmal der Arschmage, der Anti-Mage angegangen. Und da zündet die Bootmaske ihr Ulti. Aber natürlich umsonst. Der Xbox kann sich natürlich wegblinken. Schön hier, wie gesagt, den Pusher-Spell ausgepackt mit den Spinnen. Und die nerven einfach nur tierisch. Die sind einfach nur tierisch am Nerven. Da kommt schon wieder der Smoke of Deceit. Die wollen den schon wieder ganken. Vielleicht schaffen die es diesmal. Nein, gehen wieder alle zurück. Also nicht wirklich entscheidungsfreudig von Dandy, von Navi. Ich bin nicht ganz sicher, was die machen. Normalerweise sagt hier einer in dem Team an und derjenige hat scheinbar keinen Plan, was zu tun ist. Ja, wollen auf Ballana gehen. Es ist Tageslicht. Die könnten den bumsen. Jetzt gehen die wieder woanders hin. Also nicht wirklich entscheidungsfreudig. Und das Smoke of the Seed geht langsam aber sicher zur Neige. Also ich bin mir nicht ganz sicher, was das hier wird, wenn es fertig ist. Ein Smoke haben die auf jeden Fall noch. Und da gehen die auf Ballana. Schön. Hier nochmal der Blink. Schön das Low. Scream of Pain. Und da wird Nacht. Da wird das Nacht. Und da portet sich alles sofort rein. Wieder zurück. Rückzug auf voller Ebene. Morphling könnte hier durchwaven. Sehr schön. Und da geht Titan da down. Und da zündet er vorher sein Ulti. Schön weggeportet von Papey. Papey rockt einfach. Sehr gutes Spiel von Shine. Falls irgendwer von euch selbst mal Shine gespielt hat, weiß er, wie schwer das ist, einen Shen zu spielen. Einen Shen gut zu spielen. Ja, die Creeps von Shen allerdings gestorben. Papel war kein guter Papi, war kein guter Vater für seine Creeps. Legt sich hier mit den Illus von Morphling an, die übelsten Schaden bratzen. Denn die blinkt sich rein, macht ein bisschen was, aber kriegt mehr als ordentlich die Hucke voll. Und das sieht nicht gut aus. Die haben einen viel zu krassen Nachteil. Vor allem Morphling wird langsam richtig heftig. Schauen wir auf mal auf Last Hits und Denies zu 83 zu 32. Also ich glaube, ja, ich glaube, das war's dann auch an dieser Stelle. Schön hier allerdings nochmal von der Venomancer. Vielleicht nochmal kurz. Der ist nicht mal Level 6. Venomancer ist ja nicht mal Level 6. Und da wird er jetzt hart angegangen. Also Invictus Gaming rockt einfach das Haus mit 4-0. Kann man scheinbar ein Game komplett dominieren und einfach sämtliche Tower zerstören. Morphling kickt nochmal den Venomancer. Das ist das sichere GG. Gar keine Chance. Bootmother tötet währenddessen den Anti-Mage Xbox. Das war's. Das ist GG. GG, GG, das war's. GG, well played. Ja, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, dann teilt es mir mit. Und wie gesagt, ansonsten könnt ihr euch mitteilen in den Kommentaren, was ihr sehen wollt. Bis zum nächsten Mal, Jungs, und ciao, ciao.